Michael Heinloth, eine 1:2 Niederlage der Schanzer beim FC Bayern München 2 heute hier im Grünwalder Stadion. Zum Positiven vielleicht am heutigen Tag. Du bist zurück auf dem Platz nach deiner Verletzung gegen Duisburg. Endlich wieder auf dem grünen Rasen zu stehen. Was war es heute für ein Gefühl für dich? Ja, ist natürlich sehr erfreulich, dass ich zurück bin und auch 90 Minuten durchgezogen habe. Jetzt hat sich gut angefühlt, man hat Spaß gemacht. Natürlich Spiel ärgerlich, aber fürs Comeback hat sich gut angefühlt. Ärgerlicher Spielverlauf, wie du schon sagst, 1:2 verloren. Woran hat es heute gelegen, dass es nicht zu einem Punkt bzw. zu einem Sieg heute gereicht hat? Wir sind schwer reingekommen heute. Bayern hat natürlich einen guten Fußball gespielt. Aber ich denke dann nach dem 1:1, den waren wir echt gut in der Partie, haben kämpferisch echt ordentlich gespielt. Und dann natürlich vor der Halbzeit die rote Karte, dann so ein bisschen das Genick gebrochen. Und ja, zweite Halbzeit. Es ist natürlich dann schwer, Bayern zu attackieren, die eben einen guten Fußball spielen. Wir haben es dann versucht, zum Ende hin auch nochmal. Ja, im Endeffekt ist es natürlich schade, jetzt durch die rote Karte ist einfach nicht mehr drin gewesen heute. Stefan Kutschke, am Ende hat es nicht gereicht. Die Schanzer verlieren mit 1:2 beim FC Bayern München 2. Warum konntet ihr das Spiel heute nicht für euch entscheiden? Boah, da gibt es viele Ansätze. Ich glaube, nach dem Führungstreffer für Bayern, was wieder aus einem Fehler von uns resultiert, wo wir einfach Pässe unsauber spielen zu unseren Mitspielern, sind wir nochmal zurückgekommen in das Spiel. 1:1, dann haben wir eine Riesenmöglichkeit zum 2:1. Dann lassen wir uns hinreißen, kurz vor der Halbzeitpause zu einer roten Karte, was für mich unverständlich ist. Das weiß der Peter aber, glaube ich, selber, dass er da der Mannschaft keinen Gefallen getan hat. Das will ich daran nicht festmachen, aber das ist natürlich schwer, wenn du in der zweiten Halbzeit gegen so spielstarke Bayern dann nochmal irgendwie zurückkommen musst und keine Ausrede, dass da jetzt Profis dabei gewesen sind oder nicht. Wir waren gut eingestellt für dieses Spiel, bloß uns fehlt diese 100%-Marke, die wir am Anfang der Saison hatten, wo wir Spiele noch positiv bestreiten konnten. Die ist uns seit Köln abhanden gekommen. Es ist nicht mehr dieser Wille da, nicht mehr diese Bereitschaft. Und irgendwo muss man sich jetzt mal selber hinterfragen, ist es noch das, was ich am Anfang gemacht habe oder ist es das nicht mehr? Und ich glaube, wenn man die Chancen sieht, Bayern hätte noch auf 3 oder 4-1 erhöhen können. Glücklich für uns wäre es vielleicht schon am Ende, wenn Fitze den Schuss noch reinmacht, gehen wir wieder mit einem Unentschieden zurück. Aber wir dürfen uns davon nicht blenden lassen, weil das, was jetzt passiert, das lässt die da waren, immer wieder ein bisschen so ein altes Muster zurückfallen oder denken, was schon mal passiert ist. Und das heißt jetzt als Mannschaft nicht, dass der Trainer uns was auf den Weg geben muss. Der hat uns da perfekt eingestellt mit dem Trainerteam. Es liegt an uns als Spieler, endlich mal wieder das zu machen, was wir am Anfang gemacht haben. Und da muss jeder bei sich selber anfangen. Ein Lichtblick vielleicht heute waren die Schanzer Fans, auch die euch einmal mehr unglaublich unterstützt haben. Mehr als 1000 Fans waren heute hier mit in München. Wie wichtig ist es, dass die Ingolstädter genau in der Phase jetzt auch heute, wie heute auch hinter euch stehen? Wir hatten gestern Austausch auch mit der aktiven Fanszene, die uns dann auch diese Aktion unterrichtet haben, uns die T-Shirts mit auf den Weg gegeben haben. Und wir haben auch dort die Worte an sie gerichtet. Wir sind unheimlich dankbar dafür, dass es auch in der Phase, wo es jetzt mal nicht so läuft, dass hinter uns gestanden wird. Aber ich verstehe auch die andere Seite, dass der Geduldsfaden irgendwann mal reißt und sagt, es muss mal wieder was passieren, damit wir euch genauso den Rücken frei halten, wie ihr euch das verdient. Das haben wir uns am Anfang erarbeitet. Bloß jetzt schenken wir das Spiel für Spiel diesen unbändigen Willen und diese Unterstützung von den Vereinen oder von den Fans für den Verein und für die Mannschaft, den schenken wir jetzt gnadenlos her mit einfach schlechten Spielen. Und wir sind dankbar darüber, dass sie uns heute so unterstützt haben. Und da verstehe ich auch jeden Pfiff, der dann vielleicht nach dem Spiel gekommen ist. Weil so kannst du dich hier nicht präsentieren, wenn dann auch noch so eine Aktion gestartet wird, was glaube ich auch für die Fanszene ein Meilenstein war. Das gab es noch nie und das freut uns auch. Und dann ist es umso bitterer, dass wir dann so eine Leistung hinlegen.